Heute lernen wir einen der wichtigsten Datentypen, die ihr in der Videospielentwicklung kennen müsst. Und zwar Vector 3. Egal wie ihr Videospiele entwickelt, sobald es einen dreidimensionalen Raum gibt, braucht ihr auch dreidimensionale Vektoren und Punkte. In einem 2D-Spiel übrigens zweidimensionale, also ist das in dem Fall theoretisch auch noch wichtig. Aber Vector 2 werden wir heute nicht behandeln, denn heute geht es nur um Vector 3. Und was ist Vector 3? Ich würde sagen, ich leg direkt los. Vector 3 ist ein Datentyp, welcher einen Vektor darstellt. Und was ist ein Vektor? Wenn ihr das Thema in Mathematik schon hattet, sollte euch das ziemlich einfach fallen, weil ein Vektor hier in Roblox Studio ist dasselbe wie ein Vektor in der Mathematik. Es ist einfach eine Struktur von Zahlen, sage ich mal, die eine Richtung angibt. In unserem Fall haben wir einen dreidimensionalen Vektor. Das bedeutet, wir haben eine Datenstruktur, die besteht aus drei Zahlen, die für drei Richtungen steht. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und nach vorne oder hinten. Wenn ihr Vektoren in der Schule noch nicht gelernt habt, könnte das für euch ein bisschen schwieriger zu verstehen sein, weil das ist ein Thema, das lernt man in Mathe, glaube ich, auch erst so ab der 10., 11., 12. Klasse, keine Ahnung. Je nachdem, was für ein Bildungsgang ihr einschlagt, kann es auch sein, dass ihr gar keine Vektorrechnung haben werdet. Falls ihr euch jemals im Unterricht die Frage stellen solltet, wofür brauche ich das? Vektorrechnung braucht man für Videospielentwicklung. So, gehen wir einfach mal in Roblox Studio. Hier erstelle ich ein neues Script mit dem Namen Vector 3 und heute schauen wir uns mal an, was Vector 3 eigentlich bedeutet. Also Vector 3 ist natürlich in allererster Hinsicht ein Datentyp. Also es ist eine Variable, ein Variablentyp und zwar ein Variablentyp, den es nicht in Lua an sich gibt, sondern einen Variablentyp, der explizit für Roblox Studio geschaffen wurde. Dieser Variablen-Typ, den könnt ihr euch vorstellen wie einen Table und in dem Table gibt es einmal den Wert x, dann den Wert y und dann den Wert z. Und diese Werte sind immer vom Typ Number, alle drei. In einem dreidimensionalen Koordinatensystem, das ich hier jetzt vielleicht im Schnitt einzeichne, steht der x-Wert natürlich für die Richtung auf der x-Achse, der y-Wert für die Richtung auf der y-Achse oder der z-Wert für die Richtung auf der z-Achse, also der dreidimensionalen Achse. Und wenn man die alle zusammenrechnet, ergibt das eine Richtung insgesamt. Und das ist dann der Vektor in dem dreidimensionalen Raum, wo er hinzeigt. Und das Interessante an einem Vektor ist, ein Vektor ist nur eine Richtung. Und eine Richtung kann man unabhängig von der Position überall hinsetzen. Ein Vektor ist immer gleich, egal ob der Vektor jetzt hier bei 0 anfängt oder ob ein Vektor hier bei 0, 1, 0 anfängt. Es ist immer der gleiche Vektor. Man kann Vector 3 aber nicht nur für Vektoren verwenden, denn das ist der Punkt, an dem es ein bisschen kompliziert wird. Man kann Vector 3 auch für Positionen verwenden. Das schreibe ich einmal hier hin. Und das ist am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, weil eine Position ist ja auch ein Punkt in einem dreidimensionalen Raum, der beschrieben wird mit x, y und z. Am besten, ich zeig's euch selber. Das hier ist GeoGebra. GeoGebra ist das Tool unseres Vertrauens, wenn wir Mathelehrer sind. Zumindest haben meine Mathelehrer ständig GeoGebra im Unterricht benutzt. Und in GeoGebra haben wir ein zweidimensionales Koordinatensystem. In Roblox haben wir ein dreidimensionales Koordinatensystem, aber die Dimensionen tun jetzt eigentlich nicht so viel zur Sache. Wichtig ist nur, in so einem Koordinatensystem haben wir eine x-Achse und eine y-Achse und überall in diesem Koordinatensystem kann man einen Punkt platzieren, zum Beispiel den Punkt bei 2, 2. Dieser Punkt liegt bei 2, 2, das heißt, der hat den Wert 2 für x, 2 für y. Ich kann auch einen weiteren Punkt machen, und zwar den Punkt 3, 2, der hat also den Wert 3 auf der x-Achse und 2 auf der y-Achse. Dementsprechend könnte man eine Variable erstellen für die Position im Raum, die einfach aus zwei Zahlen besteht, einmal für die x-Achse und einmal für die y-Achse. Und diese Variable hätte dann den Wert 2, 2, um den Punkt A zu beschreiben, und 3, 1, um den Punkt B zu beschreiben. Bei einem dreidimensionalen Koordinatensystem kommt halt noch eine weitere Achse für die Tiefe in dem Raum dazu. Und zum Beispiel wären die, weil die jetzt alle hier auf dieser geraden Fläche wären, 2, 2, 0 und 3, 1, 0. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil wir in Roblox natürlich auch ein Koordinatensystem haben und wir brauchen den Variablentyp Vector 3 nicht nur für Vektoren, sondern auch für Positionen. Dementsprechend, hier sehen wir einmal, wie wir uns Vector 3 vorstellen könnten, als ein Table, der die Werte x, y und z hat. Wir sind alle Zahlen. Und wenn wir jetzt den Punkt A beschreiben wollen würden, wäre x 2, y wäre auch 2 und z wäre 0. Punkt B wäre in unserem Beispiel jetzt x war 3, richtig? y 1 und z wäre wiederum 0. Hier, 3, 1 und 0. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Position im Raum und einem Vektor? Hier habe ich dazu geschrieben, Vektoren sind Richtungsangaben. Vektoren sagen dementsprechend nicht an, wo sich etwas im Raum befindet, sondern sie zeigen in eine Richtung und das unabhängig von ihrer Position. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, wir wollen von Punkt A zu Punkt B zeigen. Und dafür nehme ich einen Vektor und ein Vektor wird mit einem Pfeil dargestellt. Der Vektor fängt bei Punkt A an und zeigt nach unten rechts zu Punkt B hin. So, und das ist jetzt unser Vektor U. Und dieser Vektor wird wie beschrieben? An sich geht dieser Vektor einen, auf der x-Achse geht er einmal nach rechts und auf der y-Achse
X-Achse geht er einmal nach unten. Dementsprechend geht es hier auf der X-Achse plus 1 und auf der Y-Achse minus 1. Also wäre dieser Vektor X, 1, Y, minus 1 und Z 0, weil wir sind immer noch in dieser geraden Fläche. Ich schreibe hier einfach mal Position A wäre das, Position B wäre das und Vektor U wäre X plus 1, Y, minus 1 und Z 0. Wir sehen, wir können genau die gleiche Datenstruktur verwenden für einen Vektor wie auch für eine Position und genau das hat Roblox auch gemacht und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn ihr nicht sicher seid, benutzen wir jetzt Vektor 3, um einen Vektor darzustellen oder eine Position. Aber in der Praxis kann es euch egal sein, weil der Datentyp ist genau der gleiche und man kann mit einer Position genau das gleiche mathematisch machen wie mit einem Vektor. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier diese Münze. Diese Münze hat eine Position vom Datentypen Vektor 3. Wir sehen hier unten in den Eigenschaften bei Transformieren und C-Frame eine Position. Diese Position besteht aus drei Zahlen. Ich runde die Zahlen einfach mal, damit es ein bisschen einfacher zu lesen ist. Eine Position liegt bei 61, 1 und minus 56. Das heißt, auf der X-Achse ist er auf Wert 61. Auf der Y-Achse ist er bei Wert 1. Und auf der Z-Achse ist er auf Wert minus 56. Und wir können ja die Position auch aufklappen und sehen die Werte dann einzeln. Das ist sehr nett in dem Explorer, dass wir das hier haben. Und wir könnten jetzt sagen, wir wollen diesen Coin bewegen. Wir wollen ihn bewegen von hier nach hier. 7 Stats auf der X-Achse in den negativen Bereich. Also sagen wir, wir rechnen jetzt auf die Position 61, 1, minus 56 den Vektor minus 7, 0, 0 rauf. Und dann hätten wir eine Bewegung, die uns hinführt zu 54, 1 und minus 56. Und das könnt ihr tatsächlich mathematisch in Roblox Studio auch machen. Also einerseits könntet ihr natürlich einfach rechnen, was ist die Position, die wir hier haben, plus der Vektor. Und dann haben wir am Ende dieses Ergebnis. Und dann könnt ihr das einsetzen. Ihr könntet aber zum Beispiel auch, da das Ding nicht geankert ist und somit ein Physikobjekt ist, ihm eine Velocity geben. Also Momentum, Bewegungsgeschwindigkeit könnte man ihm geben. Und wir könnten jetzt sagen, Linear Velocity können wir auf minus 7 packen, wenn wir in-game sind. Und dann würde er eine Kraft verspüren, die ihn auf der X-Achse mit der Stärke von 7 in diese Richtung zieht. Natürlich gibt es dann auch einen Widerstand, und zwar die eigene Masse und die Reibung auf dem Boden. Aber wenn wir das ausführen, können wir einmal sehen, blub, er hat sich ein kleines bisschen nach dort bewegt. Es war wirklich minimal, weil das Ding besteht aus Metall und ist dementsprechend ziemlich schwer. Wir können aber trotzdem nochmal hier in die Linear Velocity gehen und sagen, ich will nicht minus 7, sondern minus 70. Ich drücke Enter und pff, da fliegt er auf einmal weg. Das kann man machen. Wir haben ihm eine Kraft von minus 70 in diese Richtung gegeben und er hat sich in diese Richtung bewegt. Wir können jetzt wieder zu Assembly Linear Velocity gehen und dann sagen, jetzt möchte ich plus 70. Das heißt nochmal in die andere Richtung. Oh, jetzt habe ich plus 7 gemacht, ich Idiot. Nochmal plus 70, Enter und wlupp. Er geht wieder zurück zum Anfang. Genauso kann man Sachen auch springen lassen, indem man sagt, ich möchte, dass er auf der Y-Achse, die Y-Achse ist in Roblox Studio oben und unten, einfach mit der Kraft von 70 hochspringt. So kann man was hüpfen lassen. Einfach mal, um eure Kreativität ein wenig anzuspornen. Und dementsprechend ist es jetzt gar nicht wichtig zu wissen, ob wir, wenn wir mit einem Vektor 3 arbeiten, jetzt eine Position haben oder einen Vektor haben, weil im Endeffekt ist es derselbe Datentyp und man kann die überall einsetzen, wie man möchte. Und ein weiterer Grund, warum es egal ist, ein Vektor ist immer unabhängig von der Position. Ein Vektor ist eine Richtung von unbekannt nach unbekannt plus dieser Vektor. Und ihr könnt euch eine Position vorstellen, wie das Ergebnis von einem Vektor von der Position aus 0. Wenn wir jetzt wieder in GeoGebra reingehen und sagen wollen, wir wollen einen Vektor, der von 0 nach A geht, dann müssen wir einen Vektor erschaffen, der geht halt von 0 nach A. Das heißt, der geht 2 nach rechts auf der X-Achse und 2 nach oben auf der Y-Achse. Das heißt, im Grunde, er geht 2, 2 und auf der Z-Achse geht dann 0. Wir haben hier also einen Vektor, den wir beschreiben können mit 2, 2, 0 und das ist dieselbe Beschreibung, die wir auch für den Punkt haben, 2, 2, 0. Das heißt, ihr könnt euch eine Position immer so vorstellen wie das Ergebnis der Vektorrechnung vom 0 aus. Dementsprechend heißt dieser Variablentyp in Roblox auch immer Vektor 3, weil im Endeffekt ist es immer ein Vektor. Eine Position ist das Ergebnis der Vektorrechnung, wenn man den Vektor plus 0 rechnet und ein Vektor an sich ist, unabhängig von der Position, eine Richtung, die man auf eine Position nochmal raufrechnen kann. Ich werde mit euch natürlich jetzt nicht Vektorrechnung besprechen, weil es gibt sehr viel Mathematik dahinter, die aber, wenn ihr dreidimensional denken könnt, ziemlich einfach ist. Wenn ihr nicht so gut dreidimensional denken könnt, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger für euch. Mir fällt das super einfach und für mich ist alles super klar. Aber ich weiß, dass manche Menschen da
Probleme mit haben, vor allem wenn sie eher logisch denken. So, diese Beispiele nehme ich jetzt einmal weg, weil Vector 3 enthält nicht nur Nummern, um halt Richtungen anzugeben, x, y und z, sondern der Vector 3 Datentyp kommt auch noch mit ein paar Funktionen. Man kann Vector 3 Typen erschaffen mit der Funktion new. Das heißt, man schreibt einfach Vector3.new und erschafft damit einen neuen Vektor. Und hier kann man einfach reinschreiben 2, 2, 0 und würde dann genau diesen Vektor a erschaffen oder die Position a, je nachdem. Also erschafft diese Funktion einen neuen Vektor mit den Werten x gleich 2, y gleich 2 und z ist gleich 0. Man kann theoretisch auch Vector3.fromNormal und fromAxis machen, aber das sind Sachen, die braucht ihr in der Praxis wahrscheinlich nicht so häufig. Und es gibt natürlich noch weitere sehr, sehr nützliche Eigenschaften, die man aus so einem Vektor auslesen kann, zum Beispiel .magnitude. Und das gibt die Länge eines Vektors zurück. Denn wenn wir jetzt hier einen Vektor haben, der 2 nach rechts und 2 nach oben geht, dann geht er hier schräg hoch. Und die Distanz ist ja nicht 2 plus 2, weil das wäre 4 und 4 länger. Es ist aber auch nicht nur 2, weil das wäre dann viel zu kurz. Die Länge eines Vektors rechnet man eigentlich aus, indem man die einzelnen Komponenten nimmt, sie zum Quadrat rechnet, addiert und dann die Wurzel daraus zieht. Also der Satz des Pythagoras an sich, weil hier hat man ja ein rechtwinkliges Dreieck. Dann kann man einfach von dem hier das Quadrat ausrechnen, hier das Quadrat ausrechnen, die zusammen addieren und dann die Wurzel ausrechnen, weil a² plus b² ist gleich c² und von c² die Wurzel ist gleich c, dementsprechend Satz des Pythagoras. So rechnet man halt die Länge eines Vektors aus, aber das müsst ihr gar nicht machen in Roblox Studio. Das macht Roblox Studio für euch selbst, indem ihr einfach .magnitude schreibt und dann kriegt ihr die Länge. Jetzt als kleines Beispiel, local a ist gleich vector3.new 2,2,0. Damit haben wir jetzt einen neuen Vektor erschaffen mit den Werten 2,2,0 und jetzt könnten wir hier einmal schreiben print a.magnitude und dann wird einem die Länge des Vektors zurückgegeben und das ist das gleiche wie print math.squareRoot. Dadurch wird die Quadratwurzel ausgerechnet, habe ich euch auch noch nicht gezeigt, aber so kann man die Quadratwurzel nehmen von a.x zum Quadrat plus a.y zum Quadrat. Theoretisch müsste man dann auch noch rechnen plus a.z zum Quadrat, aber a.z ist 0, dementsprechend wäre das plus 0. Und hier sollte in beiden Fällen das gleiche rauskommen und das probieren wir einfach mal aus, indem ich auf Run drücke, ausführen. Und die Konsole ist ziemlich voll, aber wir sehen hier oben einmal 2,8284 bla 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 und hier haben wir auch 2,8284 bla bla bla. Ihr seht am Ende, ist es ein bisschen unterschiedlich, das liegt aber daran, dass wir hier mit Kommazahlen rechnen und Computer ab einer gewissen Stelle bei Kommazahlen nicht mehr so präzise am Ende sind. Aber ja, die Länge von dieser Strecke von 0 bis a ist 2,82 und so weiter. Das kann man in GeoGebra sich bestimmt auch irgendwie ausgeben lassen. Ich benutze GeoGebra nicht so oft. Wenn ich jetzt diesen Vektor anwähle, Algebra, hier. Hier sehen wir einmal Punkt a ist 2,2, Punkt b ist 3,1, Vektor ab ist 1, minus 1. Dann haben wir noch den Schnittpunkt mit der x-Achse bei 0, okay, cool. Und dann haben wir noch Vektor v, der hier, der von 0 bis a geht, mit der Länge 2,2. Und ich hätte jetzt einfach wirklich gerne, hat GeoGebra Magnitude? Wahrscheinlich nicht. Theoretisch müsste ich jetzt hier auch wirklich sagen, Quadratwurzel von v.x geht nicht, okay. Quadratwurzel von 2 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat ist gleich 2 mal die Quadratwurzel von 2. Cool. Danke, dass du mir das ausgibst, aber ich hätte es gerne ausgerechnet. Egal. Irgendwie kann man hier bestimmt sich die Länge anzeigen lassen. Ist gleich, hier 2,82 bla bla bla. Also hier kommt dasselbe Ergebnis bei rum. Wie man sich das genau anzeigen lässt bei GeoGebra, weiß ich nicht, weil ich bin kein Mathelehrer. Ich benutze das Tool nicht jeden Tag. Gut, ihr seht also, ihr könnt einfach a.magnitude schreiben, also vector3.magnitude und kriegt die Länge, anstatt das selbstständig auszurechnen und zu wissen, wie die Formel für die Länge eines Vektors ist. Dann gibt es auch noch Unit und die gibt einem den Einheitsvektor zurück. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was ein Einheitsvektor ist, weil wenn ihr noch keine Vektorrechnung hattet, aber der Einheitsvektor ist ein Vektor, der in dieselbe Richtung geht, aber immer eine genaue Länge von 1 hat. Das heißt, man schneidet einfach bei diesem Vektor 3, 2,2 ein bisschen was ab, so dass er dann exakt die Länge 1 hat. Und dafür schreibt man einfach local Einheitsvektor ist gleich a.unit. Ich printe hier unten einfach mal print a und dann printen wir darunter print
Einheitsvektor. Außerdem printe ich jetzt einfach mal ein paar Zeilenumbrüche, damit wir in der Konsole ein bisschen mehr Platz haben zwischen den ganzen Spam. So, also füllen wir das Ganze hier aus und wir sehen jetzt hier einmal nochmal unsere Längen der Vektoren, die relativ gleich sind. Dann sehen wir einmal Vektor A, der besteht aus 2,2,0. Und jetzt haben wir den Einheitsvektor, der die Länge hat 0,7071 und 0,7071. Das heißt, ja, es ist immer noch ein 45-Grad-Winkel, weil X und Y haben dieselbe Länge. Aber sie haben jetzt, wenn man von diesem Einheitsvektor jetzt die Magnitude printen würde, dann wäre die Magnitude, also die Länge des Vektors, bei 1, beziehungsweise in unserem Fall bei 0,999940, weil man nie so präzise ist an Computern. Was ich euch ja schon mal gesagt habe, Computer sind sehr schlecht, wenn es um präzises Rechnen mit Kommazahlen geht. Aber gerundet wäre es 1. Also schreibe ich hier oben einmal hin, return den Einheitsvektor, also gleiche Richtung, aber immer mit der Länge 1, um das hier vollständig zu haben. Wofür kann man den Einheitsvektor gebrauchen? Man kann den Einheitsvektor zum Beispiel gebrauchen, wenn man sagen möchte, okay, ich möchte jetzt, dass sich dieser Coin in Richtung von diesem Ding hier bewegt. Aber jede Sekunde immer nur ein Stat oder nur 5 Stats. Dann rechnen wir erstmal aus, welche Richtung das ist. Und eine Richtung auszurechnen ist auch super einfach. Wie ihr euch vielleicht schon ableiten konntet, kann man ja die Richtung von 0 bis Punkt A ausrechnen, indem man einfach Vektor A nimmt. Und man kann eine Richtung zwischen einem beliebigen Punkt und einem anderen beliebigen Punkt ausrechnen, indem man einfach die Position minus die Position rechnet. Aber das zeige ich euch gleich in einem praktischen Beispiel. Und dann haben wir jetzt diese Richtung und die Richtung ist dann wirklich der Vektor, der von hier bis hier geht. Dann rechnen wir von diesem Vektor, der von hier bis hier geht, den Einheitsvektor aus. Das heißt, der geht dann von hier bis hier. Und dann sagen wir, ich möchte in einer Sekunde 5 Stats in diese Richtung gehen. Und dann rechnen wir den Einheitsvektor mal 5. Dann geht er von hier bis hier. Und eine Sekunde später noch einmal plus diesen Einheitsvektor mal 5. Also geht er bis hier. Und dann nächste Sekunde bis hier. Und dann nächste Sekunde ist er endlich angekommen. Kann man so machen. Und das sind die wichtigsten Sachen, die man mit Vektoren so machen muss. Oder was man am häufigsten mit Vektoren machen muss. Denn die Länge ausrechnen, weil man ganz oft auch mal die Länge braucht. Zum Beispiel könnte man sagen, yo, jeder Spieler, der sich in einem Umkreis zu diesem Server von 5 Stats befindet, der explodiert. Dann rechnet man einfach den Vektor aus, der von dem Server zu dem Client zeigt. Und dann rechnet man einfach von diesem Vektor die Magnitude aus. Und wenn die Magnitude kleiner ist als 5 Stats, habe ich glaube ich eben gesagt, dann lassen wir den Spieler explodieren. Und das machen wir mit allen Spielern. So kann man ausrechnen, ob etwas in der Nähe von etwas ist, indem man einfach den Vektor ausrechnet zwischen zwei Sachen und Punkt Magnitude. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das praktisch geht. Dazu werden wir dann auch die Hausaufgabe machen. Wir haben jetzt hier diesen Server, der ist hier drin. Okay, ich erstelle jetzt einfach mal ein Script in unserem Server-Client-Modell. Wir sagen local server ist gleich script.parent.server und unser Server hat das hier, das Part nenne ich jetzt einfach mal Main Part in dem Server. Und ich schreibe das mal ein bisschen kleiner, damit wir es auch lesen können in unserer Ansicht hier. Und jetzt könnten wir sagen, while task.waitDo. Sowas sollte man natürlich wenig in seinem Spiel haben, aber jede Sekunde, task.waitEins zu. Jede Sekunde wird einmal gecheckt, ob sich ein Spieler zu nah an dem Server befindet. Und das finden wir erstmal heraus, indem wir sagen, for unterstrich, Komma, Spieler in game Doppelpunkt get service players Doppelpunkt get players do. Und weil das jetzt ein bisschen zu lang ist, nehme ich dieses game Doppelpunkt get players hier, schreibe hier ganz oben local players ist gleich das und ersetze das, damit wir das hier einfach lesen können. Dann sagen wir local character ist gleich Spieler.Punkt character. Ich muss ein bisschen rauszoomen, damit wir den Character haben. If not character, then continue end. Also wenn wir keinen Character für den Spieler gefunden haben, dann continuen wir. Das heißt, wir skippen in dem Loop zur nächsten Iteration. Wir breaken nicht, wir returnen nicht, wir continuen mit dem nächsten Character. Und wenn wir den Character doch haben, dann rechnen wir jetzt einfach die Distanz aus. Local Distanz ist gleich Character.PrimaryPart.Position. Und das nehme ich hier auch einfach mal in eine extra Variable, damit man es lesen kann. Local PoseChar ist gleich die Position vom Character. Character.PrimaryPart.Position. Und Local PoseServer ist die Position vom Server, ist gleich Server.Main.Position. Das Primary Part ist in jedem Spieler-Character drin und das ist einfach so in der Regel das Humanoid Root Part oder der Torso vom Spieler. Also einfach nur ein Part, das sich im Character drin befindet. Main haben wir ja eben festgelegt, ist ein Part, welches sich im Server befindet. Und wir sagen jetzt, die Distanz ist die Position vom Server minus die Position vom Character. Und so rechnet man tatsächlich den Vektor aus, der vom Server zum Character
Bilder zeigt. Oder vom Charakter zum Server? Ich verwechsel das immer. Aber das ist egal, ob wir jetzt die Richtung Server zum Charakter oder Charakter zum Server haben, weil uns ist ja nur die Länge wichtig. Und wie rechnet man die Länge aus? Wenn wir Vector 3 minus Vector 3 rechnen, haben wir halt eine neue Vector 3. Und dann sagen wir Vector 3 in Klammern, damit wir einen einzelnen Value haben, Punkt Magnitude. Das ist die Distanz. Und jetzt können wir einmal sagen, print Distanz von Spieler zum Server ist gleich Distanz. Ich mache auch einmal math.round, dann wird es gerundet. So, jede Sekunde printen wir die Distanz von jedem Spieler, der im Spiel drin ist, zum Server. Theoretisch, wenn wir es ordentlich machen wollen würden, müssten wir hier auch eine Funktion erschaffen, die nennen wir Distanz-Checken. Und da schreiben wir diesen For-Loop rein und könnten dann sagen, hier unten while-true-do Distanz-Checken, wenn wir noch mehr als nur das machen wollen würden. Wäre eine Möglichkeit. So, also, gehen wir einfach mal in das Spiel rein. Wir sind im Spiel drin und hier im Output steht jetzt Distanz von Roblox Conny zum Server 111 Stats gerundet. Wenn ich näher rangehe, 107 und 90. 73, 57, 41, ich bin jetzt 38 Stats vom Server entfernt. Wenn ich näher rangehe, bin ich 31 Stats vom Server entfernt. Und wenn ich weiter weggehe, bin ich 46 Stats vom Server entfernt. Also ihr seht, so haben wir immer die Distanz. Ach ja, und falls ihr jetzt noch irgendwie Sorgen habt, dass Magnitude vielleicht eine negative Zahl ausgeben könnte, falls wir nicht die richtige Richtung haben, Magnitude gibt immer eine positive Zahl aus. Es gibt keine negativen Zahlen bei Magnitude. Dementsprechend müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Hat auch was mit Vektorrechnung zu tun. Wenn man ja eine Wurzel zieht, und eine Wurzel ist immer positiv. So, wenn ich auf meinem Thron sitze, bin ich ganze 176 Stats vom Server entfernt. Und jetzt können wir in unserem Script nicht sagen, yo, wir printen die Distanz, sondern sobald die Distanz niedriger ist, also if Distanz ist größer als 5 Stats, then continue end. Wenn der Spieler weiter weg ist als 5 Stats, ist uns alles egal. Und falls nicht, dann lassen wir den Spieler explodieren. Also local Explosion ist gleich instance.new explosion explosion.parent ist gleich Character. Das vergesse ich immer bei Explosion. Explosion.position ist gleich Position vom Character. So, gehen wir näher ran und sollten jetzt eigentlich explodieren. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh, jetzt bin ich explodiert. Ach, na gut. Ich muss nicht von hier unten, sondern von da. Also ich muss halt wirklich das Ding küssen, um zu explodieren. Das habe ich vergessen. Dann machen wir nicht 5, sondern 10 Stats. Weil, na klar, es wird ja immer die Mitte des Parts ausgerechnet. Das heißt, die Mitte von meinem Körper zur Mitte von dem Ding. Und das Ding ist ja auch schon ein paar Stats breit. Das heißt, das hier sind ja schon 5 Stats. So, jetzt aber bei 10 Stats sollte es passen, ja. Sobald sich ein Spieler dem Server nähert, explodiert er. Aber natürlich nur wird das jede Sekunde gecheckt. Blub. Und ich bin mal wieder explodiert. Was haben wir daraus jetzt noch gelernt? Wer aufgepasst hat, hat daraus gelernt, man kann mit Vektoren rechnen. Wir haben hier nämlich Vector 3 minus Vector 3 gerechnet. Wenn ich hier rüber habe, seht ihr auch Wert Vector 3 minus Vector 3. Und das ist die letzte Sache, die ich hier noch aufschreiben sollte. Man kann mit Vektoren Rechenoperationen durchführen. Um genau zu sein, kann man mit Vektoren plus minus mal geteilt rechnen. Und man kann sogar Vektor mal Number und Vektor geteilt durch Number rechnen. Man kann nicht Vektor plus Number rechnen, weil man wüsste ja nicht, ob wir jetzt x plus Nummer oder y plus Nummer rechnen, aber man kann mal und geteilt rechnen. Dementsprechend ist es ja wichtig, wenn man hier Unit-Vektor ausrechnet und sagen möchte, wir wollen einen Vektor der Länge 5 haben, dann sagt man Einheitsvektor mal 5 und dann hat man einen Einheitsvektor mit der, oder kein Einheitsvektor mehr, sondern einen Vektor mit der Länge 5. Man kann nicht plus 4 rechnen, das funktioniert nicht, da würde ein Error kommen, aber man kann mal und geteilt mit Zahlen rechnen und man kann plus minus mal geteilt mit anderen Vektoren rechnen. Und falls ihr euch noch dafür interessiert, was es für weitere Operationen gibt, für weitere Funktionen gibt, was Vektoren vielleicht noch so für Properties haben. Es gibt nämlich sehr viel, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Dann könnt ihr die Roblox-Dokumentation aufrufen. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Die sieht so aus und hier steht dann nochmal alles, was man über Vektoren wissen muss. Auf Englisch, aber jeder Browser hat die Möglichkeit, Seiten zu übersetzen, falls ihr nicht so gut in Englisch seid. Und ihr seht ja auch, man kann plus minus mal geteilt und mit Zahlen kann man mal und geteilt rechnen. Wie man einen Vektor erschaffen kann. Was für Einheiten so ein Vektor hat. Er hat nicht nur x, y und z. Er hat halt auch die Magnitude und die Unit. Hier sehen wir die Methoden, die es gibt und man kann Vektoren halt runden. Man kann zwei Vektoren zueinander lerpen. Man kann das Kreuzprodukt ausrechnen. Man kann das Skalarprodukt ausrechnen. Das sind halt alles Sachen, die man im Matheunterricht lernen würde, was es bedeutet. Matheoperationen werden hier nochmal erklärt. Hier sehen wir die einzelnen Parameter vom Normal-ID, also wie dann diese Properties funktionieren. Also hier könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen. Die Hausaufgabe wird nicht sein, wie man einen Server macht, der ausrechnet, wie nah man dran ist, weil das habe ich euch ja jetzt schon gezeigt. Die
Die Hausaufgabe wird etwas, was ich schon mal in einem Joke-Tutorial gezeigt habe. Und zwar, mach doch einfach mal ein Haustier, welches zu einem hinläuft, wenn man in der Nähe ist. Oder, was vielleicht auch lustig wäre, macht einfach ein Haustier, was vor einem wegläuft, wenn man zu nah rankommt. Es muss kein Haustier sein. Es kann auch dieses Buch sein. Ihr könntet zum Beispiel sagen, yo, wenn ein Spieler zu nah an diesem Buch dran ist, dann lassen wir das Buch weghüpfen. Und ich habe euch ja schon mal gezeigt, wie man Sachen hüpfen lassen kann. Und zwar, indem man bei den Properties von einem Part Assembly Linear Velocity setzt. Auf irgendeinen Wert. Setzt das hier mal wieder auf 0. Und ihr könntet dann einfach sagen, yo, entweder wir lassen etwas den Spieler verfolgen, indem es immer in Richtung des Spielers sich bewegt. Oder wir lassen etwas vor dem Spieler weglaufen, indem es immer vom Spieler wegläuft. Ich bin sehr gespannt, was ihr machen werdet. Bitte reicht auch eure Hausaufgaben auf meinem Discord-Server ein. Am besten vielleicht auch mit einem Video, das zeigt, wie es funktioniert. Weil das würde mich echt interessieren, auf was für kreative Ideen ihr kommt. Das wäre es jetzt auch mit diesem Part. Und noch einmal ein riesen Dankeschön an all meine Kanalmitglieder. Ohne euch wäre ich komplett aufgeschmissen, weil diese Tutorials bringen mir halt überhaupt nichts. Das war es jetzt aber auch. Bis dann und ciao!